Einen wunderschönen guten Tag hier aus Köln diesmal und mein Gast wieder, Professor Max Otte. Ich grüße Sie. Ja, Tag, Herr Aslan. Wir haben das letzte Mal ein bisschen Spaß gehabt und jemand, der meine Spritkosten teilweise teilt, das ist ein Freund von mir, der heißt Wolfgang, der hat mir aus Kuba ein Geschenk mitgebracht. Ui. Und das kam ziemlich gut an. Ich bin quasi ein... Sollen wir die wieder anmachen? Low-Aktivist, sehr ich schön. Weiß nicht, haben Sie doch, hier Rauch? Wir haben ja sehr viel Raucher im Büro. Ja? Das ist schon in Ordnung. Ist natürlich jetzt mit Feuerzeug blöd, ja, aber... Ja, müssen wir natürlich eigentlich Streichhölzer haben, aber wir nehmen auch das Feuerzeug. Wird das jetzt zur Tradition? Wer weiß, vielleicht ist das jetzt unser Ding. Also vielleicht müssen wir jetzt auch gar kein Interview machen, rauchen einfach Zigarren. Also angesichts des Zustands so der Welt können wir hier eine rauchen und dann gehen wir wieder. So, aber es wird mich schon noch das eine oder andere interessieren. Wir hatten jetzt Wahlen in den USA, Obama ist es wieder geworden. Was bedeutet das für uns? Gott sei Dank, also vor 4 Jahren, als er zum ersten Mal antrat, habe ich direkt gesagt, das wird keine große Änderung bringen. Obama kommt aus dem Nichts, er hat aus meiner Sicht die richtigen Ideen, er ist ein guter Präsident, aber er hat überhaupt keine Hausmacht und er muss sich irgendwie gegen die Eliten behaupten. Und man hat es ja dann gesehen, er hat den ehemaligen Verteidigungsminister berufen, hat Tim Geithner berufen, hat Hillary Clinton berufen, er hat die ganze alte Herrschaftsklique quasi wieder durch die Hintertür ins Haus geholt. Er hat schon das ein oder andere Vernünftige gesagt und auch versucht umzusetzen, aber es ist doch sehr, sehr bescheiden, was in den 4 Jahren da rausgekommen ist. Aber es ist besser, zumindest das Richtige zu wollen und es vielleicht nicht umsetzen zu können, als von Anfang an das Falsche zu wollen. Okay, also das sind ja zumindest bescheidene Wünsche, die erfüllt werden da. Wie naja, ein australischer Kollege von Ihnen hat mir mal gesagt bei der Deutschen Welle, Professor Otte, Sie are an optimist as well as a pessimist. Da musste ich sagen, no, I'm a realist. Also die Weltlage ist mau und bitteschön, wir dürfen doch sagen, dass sie mau ist und dass man im Moment noch nicht so richtig sieht, wo die Lösungen liegen. Was kommt uns auf uns zu jetzt erstmal weltweit mit China, mit den USA? Was wird jetzt passieren die nächsten Jahre, was glauben Sie? Das sieht nicht sehr gut aus alles, denn Europa, der Sündenbock im Moment oder wo alles hinguckt und wo Ablenkungsmanöver stattfinden, steht ja gar nicht so schlecht da. Wir haben einige Südländer, die wir systematisch auch zum Teil kaputt machen durch eine falsche Haushaltspolitik, aber eigentlich haben wir ganz gute Haushaltssituationen in Europa. Von daher ist das nicht das Problem. Amerika hat das sogenannte Fiscal Cliff. Also da laufen viele Steuererleichterungen aus, es müsste jetzt mit der Konsolidierung begonnen werden. Ich kann mir das nicht vorstellen, dem Land geht es nicht gut, es hat eine hohe Arbeitslosigkeit, die Armutsgrenze ist, oder die Armut ist sehr hoch, die Kinderarmut ist sehr hoch. Ich denke, dass die ihre Vollgaspolitik und zwar bei Geldpolitik und bei Haushaltspolitik weiterführen, also Geld drucken ohne Ende, Haushaltsausgaben auch sehr massiv weiterlaufen lassen. Das läuft in Richtung Inflation, was für Amerika nicht so schlimm ist, denn Amerika ist ein Netto-Schuldner in jeder Hinsicht. Die Privaten sind es, der Staat ist es, das Land ist es im Ausland. Inflation hilft Amerika und hilft dem Land, sich auf Kosten der Allgemeinheit zu sanieren. Wir waren gestern, da war ich noch mit Dirk Müller im Doppelinterview, der sieht das ähnlich. Also Amerika wird weiter voll auf Inflation gehen und wir zahlen die Kosten. Europa macht ja eine schizophrene Politik. Vollgas bei der Geldpolitik zu Nutzen der großen Finanzmarktakteure vor allem und der Staaten und Handbremse bei der Fiskalpolitik, also bei den Haushaltsausgaben. So, wir fahren also mit Vollgas und Handbremse und irgendwie passt das nicht zusammen. Ein bisschen schizophren. Amerika ist wenigstens konsistent, die sagen, wir machen Inflation. So, also da geht's weiter. China haben wir einen Rückgang und Japan wackelt auch ein bisschen, also es wird eher kritischer. Ich erwarte jetzt nicht in einem halben Jahr oder einem Jahr den Totalzusammenbruch, aber es wird, das Wasser wird rauer und dann kann auch die Politik einer bedrängten Supermacht wie Amerika zunehmend aggressiver werden, was wir in den letzten 20 Jahren schon so sehen. Und das ist nicht ganz angenehm. Ich will Sie mal kurz mit was nicht ökonomischem irritieren. Wir leben jetzt gerade in einer ökonomisierten Diskussion. Allerdings habe ich das Gefühl, dass eine Verkrustung der Demokratien stattfindet. Und wenn man Europa hört,
ist kein positives Gefühl, so nach meiner Wahrnehmung, zu verbinden mit der EU-Kommission oder sonst was. Richtig. Das Einzige, wo man mit Europa ein gutes Gefühl verbindet, ist entweder Fußball oder der Grand Prix, also Schlager oder Fußball. Ja. Woran liegt das? Also haben wir zu schnell ökonomisiert, hätten wir zuerst kultivieren sollen? Natürlich. Also ich bin großer Fan der Vereinigten Staaten von Europa. Das ist zwar in Verruf geraten, dem Europa der Gründerväter, Adenauer, Gaspari, Robert Schumann, Schumann, Robert ist der Komponist, der andere Schumann, so, aber wie auch immer, also die Gründerväter, die Europa voranbringen wollten, und wir sind in gewisser Weise nicht weiter als 1952, als die Europäische Verteidigungsgemeinschaft nicht in Deutschland, sondern in der französischen Nationalversammlung scheiterte. Also von den großen Ländern will eigentlich nur Deutschland wirklich Europa. Die Franzosen, es ist ganz recht, so wie es jetzt ist, mit einer Kommission, mit Brüssel, das doch sehr auch französisch dominiert ist. Den Konzernen ist das ganz recht. Die können im Hinterzimmer Lobbyarbeit machen. Wir haben also wirklich ein Europa der Konzerne. Wir bauen das Europa der Konzerne, der Finanzelite, wo auch noch ein bisschen französische Vorstellungen einfließen. Deutsche eigentlich sehr wenig. Einer wirklich demokratischen Europäischen Union, die nach demokratischen Prinzipien aufgebaut wird und die auch Kernbereiche entscheidet. Also es müsste ja umgekehrt sein. Verteidigung, Sicherheit, das wären Aufgaben für die europäische Ebene. Und Wirtschaftspolitik, Wettbewerbspolitik und so weiter, das sind eher Sachen, wo man sagt, bitte lass doch das dezentral laufen, also das alte Prinzip der Subsidiarität. Also dieses Europa ist wirklich sehr frustrierend. Es ist nicht mein Europa, obwohl ich mich selber als flammenden Europäer bezeichnen möchte. Und wir haben so viel Potenzial in Europa. Wir machen uns so klein und so schlecht. Wir haben eigentlich die doch noch weltweit die beste Breitenbildung. Wir haben halbwegs funktionierende Sozialsysteme. Die sind zwar angeschlagen, aber irgendwo leisten sie schon noch was. Wir haben eine gut ausgebildete Bevölkerung. Wir haben so viel und wir verschwenden es, weil wir eben es nicht schaffen, wirklich Europa zu bauen. Sozialsystem haben Sie angesprochen. Ich habe so eine Traumvorstellung, dass wenn man arbeitslos geworden ist, sich total freut, weil man weiß, jetzt kann ich was Tolles, Spannendes entdecken, und wo gehe ich da hin? Zum Jobcenter, und die haben da tolle Jobs und ich freue mich, dahin zu gehen, und die werden mir was Tolles finden für meine Fähigkeiten. Aber ich habe das Gefühl, dass die Leute nicht so gern ins Arbeitsamt oder zum Jobcenter gehen. Sie haben ja früher mal Unternehmen beraten. Wenn Sie jetzt das Arbeitsamt beraten müssten, was würden Sie sagen, was könnte dieses Jobcenter wieder zum eigentlichen Zweck bringen? Ja, ich habe ja sogar ein Jahr lang das Bundesministerium für Wirtschaft beraten, verantwortlich, und andere öffentliche Verwaltungen und Ministerien. Das Jobcenter alleine kann es leider nicht. Also ist die Politik insgesamt ist falsch. Wir müssen natürlich, Menschen haben ein Recht auf Solidarität. Hartz IV reicht da nicht. Das muss schon etwas großzügiger ausfallen. Man müsste sich überlegen, wie man das umstrukturiert. Das Problem ist, dass also da eine große Interessenkoalition, und zwar sowohl auf Seiten der Gewerkschaften und der SPD als auch der CDU und der anderen besteht, dieses System laufen zu lassen. Auf der einen Seite haben Sie Hartz IV und dann zum Übergang in den Job werden Sie voll besteuert. Sie bestrafen also denjenigen, der sich langsam vom Sozialstaat wieder in Richtung Arbeitsverhältnis bewegt. Das muss weg. Sie brauchen einen Übergang, also eine Art Kombilohn, oder wo Sie dann eine Mindestversorgung vom Staat bekommen und dazu verdienen können. Und das kann dann schrittweise in ein volles Beschäftigungsverhältnis übergehen. Solange Sie das nicht haben, bringt alles nichts, weil Sie den Übergang von der Sozialhilfekarriere, die es ja auch gibt zum Teil, muss man offen sein, in ein Beschäftigungsverhältnis politisch gewollt verhindern. Da wehrt sich aber natürlich die Fortbildungsbürokratie, die auch bei den Gewerkschaften hoch ist, die dann sagen, ach, wir machen doch die ganzen Maßnahmen mit den Arbeitswilligen und wir bilden die aus und so weiter. Können Sie alles vergessen, lassen Sie das. Letztens jemand kennengelernt hat und gesagt, ich bin eine Maßnahme. Ja. Das ist das ist Quatsch. Also man muss eigentlich einfach die Möglichkeit erleichtern, dass die Leute sich Zusatzjobs suchen und da reinrutschen. Das ist das eine. Wenn Sie die Menschen involvieren wollen, nehmen wir mal hier Island. Die gehen einen ganz anderen Weg. Die involvieren bei der Problemlösung des Landes die gesamte Bevölkerung. Ist das ein Modell für Europa? Jein. Island hat 300.000 Einwohner. Na gut. Ist sehr homogen. Kaum,
kaum Migration, kaum Immigration. Also das sind ja schon Probleme, also wie sie verschiedene Bevölkerungsgruppen zusammenbekommen. Nein, wir brauchen schon eine Verwaltung, wir brauchen schon Gesetze, wir brauchen schon Politik. Natürlich kann man überlegen, wie man die Bevölkerung einbindet. Man muss sie bei den zentralen Fragen mehr einbinden. Aber wenn Sie die Verantwortung einfach wieder auf den Einzelnen legen, auf den Empfänger von Hartz IV oder was da immer ist, sucht den Job, wir unterstützen das. Und wenn der Job erstmal wenig bringt, kriegst du trotzdem einen Teil deiner Stütze weiter und kannst dazu verdienen. So, dann ist der ganz anders motiviert. Und wenn dann diese Person eine Zusatzausbildung benötigt, kann man die ja finanzieren, aber dann muss das bitte vom Arbeitgeber initiiert werden, damit es auch Sinn macht und damit es auch relevant ist für den Job und nicht von der Bürokratie. Das fände ich sehr, sehr wichtig. Wir sehen uns ja spätestens im März in Köthen wieder, beim Kongress, wo alle so mittlerweile dabei sind. Lerne ich mal Köthen kennen, ist auch wichtig und gut und richtig. Ja, freuen Sie sich drauf? Ja, auf jeden Fall. Bin immer gern auf solchen Kongressen, weil man doch ein paar Freidenker trifft und ein paar Geister, die nicht so ganz in dem Mainstream drin sind. Ich war ja gerade auf der Gegenveranstaltung des Vereins für Sozialpolitik, wo also die unabhängigen Ökonomen sich trafen. Das ist immer eine schöne Abwechslung zum tristen Alltag, wo man auch mal ein bisschen freier denken kann und auch mit sich etwas unbefangener und etwas visionärer unterhalten kann. Dankeschön, Herr Otte. Vielleicht bis zur nächsten Zigarre, wenn wir uns wiedersehen. Sie haben hier ein Buch geschrieben, der Informationscrash, den würde ich gerne gleich fünfmal verlosen, wenn es Ihnen recht ist mit dieser Aufgabenstellung. Bitte kommentieren und erklären, wie wir gemeinsam Lösungsansätze finden, das Jobcenter an sich irgendwie kundenfreundlicher zu gestalten. Können Sie damit? Absolut, absolut. Dankeschön, Herr Otte. Und ich danke auch euch, meinen lieben Abonnenten. Fünfmal gibt es das Buch für die Kommentare. Und mein nächster Gast ist der Kabarettist Klaus von Wagner. Bis zum nächsten Mal.